Im Zug, im Büro, zu Hause oder auf der Straße. Es kann immer und überall passieren. Ein Mensch bricht zusammen und atmet nicht mehr. Plötzlicher Herzstillstand. Hand aufs Herz. Wissen Sie, wie Sie jemanden wiederbeleben können? Wenn Sie eine bewusstlose Person vorfinden, bewahren Sie Ruhe. Überprüfen Sie die Vitalfunktionen des Patienten und rufen Sie weitere Helfer. Alarmieren Sie sofort den Notruf unter 144. Prüfen Sie die Atemwege des Patienten. Machen Sie den Oberkörper des Patienten frei und besorgen Sie einen automatisierten externen Defibrillator, kurz AED. Aktivieren Sie den AED. Er gibt Ihnen punktgenaue visuelle und akustische Anweisungen und leitet Sie durch die gesamte Reanimation. Nehmen Sie die Elektroden aus der Verpackung und platzieren Sie sie gemäß Darstellung auf dem Brustkorb des Patienten. Der AED analysiert die Vitalwerte des Patienten. Ist ein Schock notwendig, so berühren Sie den Patienten nicht und drücken Sie die blinkende Schocktaste. Beginnen Sie jetzt mit der Herzdruckmassage. Drücken Sie das Brustbein 30 Mal etwa 5 cm nach unten, und zwar 100 Mal pro Minute. Es hilft, den Songklassiker Staying Alive im Kopf abzuspielen. Er gibt Ihnen den perfekten Rhythmus vor. Nach 30 Kompressionen folgen 2 Atemspenden über je eine Sekunde. Nutzen Sie dafür die mit einem speziellen Filter ausgestattete Beatmungsfolie, die sich im AED befindet. Wenn sich der Brustkorb des Patienten hebt, wissen Sie, dass Sie richtig beatmen. Fahren Sie mit der Wiederbelebung fort. Wiederholen Sie dabei den Zyklus mit 30 Kompressionen im Wechsel mit 2 Atemspenden während 2 Minuten. Der AED unterstützt Sie jederzeit mit Feedback zu Rhythmus, Druck und Beatmung. Fester drücken. Herzdruckmassage gut. Wenden Sie die 30-zu-2-Regel so lange an, bis der Patient wieder Lebenszeichen von sich gibt oder der Rettungsdienst eintrifft. Denken Sie daran, diese Maßnahmen steigern die Überlebenschancen des Betroffenen um ein Vielfaches. Sie können nichts falsch machen. Falsch wäre nur, überhaupt nichts zu tun. Nochmals zur Erinnerung: Bewusstlose Person ansprechen und Lebenszeichen prüfen. Notruf 144 alarmieren und AED anfordern. Atemwege des Patienten freimachen. AED aktivieren, Brustkorb freimachen und Elektroden anbringen. Nach der Rhythmusanalyse bei Bedarf die Schocktaste drücken. 30 Kompressionen mit einer Frequenz von 100 pro Minute. Anschließend 2x eine Sekunde lang beatmen. Die 30-zu-2-Regel anwenden, bis der Patient aufwacht oder der Notfalldienst eintrifft. Sind Sie im Notfall bereit? Frischen Sie Ihr Wissen in einem BLS-AED-Kurs auf und statten Sie Ihre Firmengebäude mit AEDs aus. Hirslanden – Kompetenz, die Vertrauen schafft.